Guten Tag bei diesem kurzen Blick ins Labor. Ich habe versucht, den Ventilator zu optimieren. Und das ist in zweierlei Hinsicht gelungen. Erstens durch ganz genaues Montieren. Das ist entscheidend, also dass die Entlüftungslöcher wirklich frei sind. Man muss wirklich den Original oder 1:1 Original Ventilator einbauen. Ansonsten gibt das unnötige Geräusche. Was ich jetzt erreicht habe, ist vor allem eine Senkung der Frequenz. Wenn man das anschaut hier, halte mal rasch den Atem an, sind wir bei einer mittleren Frequenz von etwas über 300 Hertz. Und das ist doch recht angenehm. Also ist nicht ein kreischendes Geräusch, sondern doch ein relativ angenehmes Geräusch, das auch im Labor weiter nicht störend ist. Wir schauen uns noch die dBs dann an, aber im Moment die Frequenz natürlich und die dBs zusammen, das macht dann, ob das Geräusch angenehm empfunden wird, nicht nur laut, sondern auch angenehm. Jetzt noch die Dezibels, damit wir da noch einen Vergleich haben. Die sind im Mittel etwa bei ziemlich genau 60 dB. Ich halte mal rasch die Luft an, dann sieht man das genauer. Ja, wir sind ziemlich genau bei 60 dB. Ein bisschen 61 manchmal, aber das ist doch ganz, ganz ordentlich. Das ist eigentlich normale Bürokonversationslautstärke. Das ist nicht mehr störend. Vor allem eben in Verbindung mit der relativ tiefen Frequenz ist dieses Geräusch durchaus akzeptabel in einem Labor und ist nicht mehr oder erhebt sich nicht mehr über alle anderen Geräte hinaus. Dankeschön für diesen kurzen Blick ins Labor. Bis bald.